Wir haben noch 1419 Hübe, bis das Objekt wieder fertig ist. Eines von zwei halbierten Pferdeteilen. Man möge es kaum glauben. Okay, das ist jetzt natürlich ganz was Eigenes. Warum läuft das so? Warum habe ich... Also sollte jemand von euch wissen, warum es auf der App schwarz ist? Ich hoffe, es ist am PC nicht schwarz und man hört mich. Also ich kriege ganz normal gezeigt, dass mein Kanal in Farbe läuft. Sollte wer was anderes haben, bitte mir kurz mitteilen. Was sagt mein Kanal? No, also am PC. Tja, ich weiß nicht genau, was es ist. Wir arbeiten jetzt mit diesen Objekten da weiter. Gehen gut. Solche Teile, die waren immer handhaltend, ich glaube, wir werden das jetzt nicht gezeigt. Das da vom Hardcore, sowas ähnliches haben wir in Innsbruck nachgebaut, ist ein ewiger Hacken. Also das Ding da, das sollte alle Leute sehen. Nehmen wir das da, das ist jetzt das Hardcore. Wenn wir das da messen. Der Klein. Und Leiten. Okay, dann schauen wir mal, was da die Leute schreiben. Dann haben wir das. Dann, das nächste ist Remote Material. Das ist etwas, woran sie arbeiten, weil das nämlich, ja, Spaß macht. Es ist die Dreckschleuder, diese weißen Linien da. Bezieht man die Wurflinie, da oben ist so eine Schleuder. Und die wirft Beton, Zapfen, man sieht sie eh da. Immer eine bestimmte Form. Sie haben nur ein Zielgebiet und in dem Zielgebiet schlagen die dann auf und performen sie. Es gibt da natürlich auch Dreckler und Joghurtsacher. Aber das ist das Typische. Das da ist so eine Wurfebene. Wo ist die Wurfebene perfekt? Wo weht es sich komplett aus? Und da kann man sich das genau anschauen, wie genau wirft er und wie in was für Richtung weicht das Ganze dann aus. Also Architektur hat auch ein bisschen was mit Spaß zum Tieren im Sinne von, na dann werfen wir einfach mal Beton um uns. Na, es hat schon einen gewissen Forschungseffekt, wo man sagt, okay, kann man sich anschauen. Mein Ding ist es nicht, ich kann mir darunter nicht so wirklich was vorstellen. Das war halt jetzt, wenn ich sage, ich gehe zum Beispiel auf den Mars und hab dort sehr, sehr wenig Mittel, ich muss es aber trotzdem darstellen, dann kann ich sagen, okay, ich stelle einfach nur diese Maschine auf und die wirft einfach. Die wirft einfach dieses Remote-Programm durch, kontrolliert sich per Drohne immer selber und baut daraus ein Haus.
Ja, wie gesagt, das sind so Sachen, wo man sich überlegen kann. Repo, Free, Sitterberg. Botik, Communication, Ruf, Parabel. Natürlich ist das ganz eine eigene Geschichte, weil man dazu wissen muss, was dahinter steht. Also jemand Branchenfremdes, der sich da jetzt einbringt und sagt, was macht das nicht so viel Schaden, warum schmeißt das den Ton in der Gegend um? Der wird einmal vorab einfach nicht verstehen, warum das wichtig ist, wo man da sagen kann, okay, da haben wir mit so und so viel Gramm gebrochen, da haben wir mit einem halben Kilo gebrochen, da haben wir mit 3 Kilo gebrochen. Da haben wir noch mit Würfel, okay, nein, das ist besonders, das sind Glas, gebackene Glassteine, die so an der Kette gehängt werden. Das ist wieder eine andere Art des Zusammenhängens. Das sind so Sachen für Grasshopper dahinter oder Multimatrix. Ja, auch das ist Architektur, ja, ja. Also alle, die was fragen, ja, das ist Architektur. Gehört aber einfach dazu. Also es gibt sehr viele Herangehensweisen, so wie in anderen Fächern sehr viele Herangehensweisen existieren, kann man auch hier sehr gut sich austoben. Jetzt gibt es etwas, was ich als meine Basis gehabt habe für mein Studio 2 Design. Das ist nicht unbekannt, ITD, ITKE, ITKE Research Babylon. Ich habe das, das haben wir vorher schon mal gehabt, das da, und jetzt geht es aber um dieses hier. Ich habe das schon bei meinem Entwurf im Studio 2 verwendet, um gebogene Holzplatten zu verbinden. Ja, genau. Holzschalen nehmen, genau. Digital und Natur. Dann haben wir da Holzbau. Wenn man beim Holzbau von Nähen trifft, stellen sie immer die Haare auf. Seitdem es das Ding gibt, ist es nicht mehr so. Wieder eine Bottom-Up-Struktur. Und Materialsystem. Bei uns haben sie jetzt an der Uni letztes Semester sowas ähnliches oder vorletztes Semester sowas ähnliches gehabt für die 350-Jahr-Feier. Das hat teilweise gehabt, selbsttragend war es nicht, hätte es eigentlich sein sollen. Aber das sind halt immer so Versuche, das Ding ist selbsttragend, es ist eine sehr komplexe Bauweise, die was da dahinter steht. Ich habe mir das genau angeschaut, wo ich mein Modell gebaut habe. Die haben da extremst genaue Schnittmuster mit verzackten Kanten, die dann mit diesem Stoff eingenäht worden sein und da drüber wie beim Korsett oder bei einer Corsage eine Seilbindung, mit denen das Ganze zusammenhält und mit Fingern ineinander greift. Ja, ich habe davor gesagt, dass das andere Element wie vorhin mit dem Betonwurf mit einer Drohne überwachen. Es gibt einen Scanner und den Roboterarm, der das wirft. Da dahinter ist die komische Schleuder. Roboterarm oder Schleuder ist halt degradiert. Ich finde, das tut ein normaler Schleuder auch, weil ein Roboterarm kann wirklich wichtigere Dinge als Betonschleudern. Ja, er kann sie jedes Mal gleich schleudern, super. Ich will trotzdem in einem Haus wohnen, das gezielt so gebaut ist, dass es auch funktioniert und haltet. Wie gesagt, das sind für mich Suchsachen, aber nicht Findesachen. Scrap. Gut, es geht um das da. Steh an, muss ich ehrlich sagen, ist eine Art Holz, keine Ahnung. Und gehen dort da um industriell gefertigte Holzwerkstoffe, digitale Methoden.
mit der Bounding Box, mit speziellen Einrichtungen, die man halt dann haben muss. Wie gesagt, manche Dinge erschließen sich nicht ganz meinem Verständnis, weil wenn du nicht dabei warst, hast du einfach keine Chance, da zu sagen, ich weiß, warum das ausschaut, wie es ausschaut. Deswegen immer schauen, bei solchen Sachen sollte man dabei gewesen sein, mindestens einmal, damit man weiß, okay, das funktioniert genau so und das soll das und das ergeben. Es ist für mich zum Beispiel bei einer Präsentation, wenn ich Erstsemestrige durchs Haus führe, immer sehr, sehr schwierig, denen die ganzen Projekte irgendwie näher zu bringen. Bei vielen Dingen stehe ich einfach davor und denke so, es ist bei uns da, es wird wahrscheinlich nicht weg müssen, aber was es denn genau ist, kann ich nicht sagen, ich war nicht im Kurs, geschweige denn, weiß ich nicht, was für Themengebiete die dort gehabt haben. Für alle, die wirklich anfangen wollen, Architektur zu studieren, man ist mehr oder weniger im Lebensraum dort draußen, also an der Uni, wenn möglich Tag und Nacht. Also irgendwann ist es so möglich, dass freiwillig Tag und Nacht dort ist. Mein The Scrap steht da. Und Stoffe und digitale Methoden. Digitale Methoden. Ja. Passt. Das ist unser Objekt. Na komm. Da durch. Jawohl. Unser nächstes Objekt. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Objekte, die wir durchgehen. Dann ist wieder genug für heute. Das letzte Objekt ist etwas, was zwar zu diesem Fachgebiet passt, aber jetzt total schräg erscheint, wenn man das Ganze mitverfolgt. Jetzt kommt Pen Power. U-Pen. Nein, das ist es nicht. Asset. Okay, nein, das ist es auch nicht. Es geht um Park Avenue 432. Die Michelle kennt den Ton, gell? Wir haben uns mit diesem Ton schon etwas länger beschäftigt. Look at John, the print is so fucking fun. Das ist da ein Bild, das hat mit dem Turm nicht so wirklich was zu tun. Tja, da geht wer als Pen Tower. Also, der Typ da geht als Pencil Tower. Wir haben mal spaßhalber bei unserer Research geschaut, was eine Wohnung in diesem Pencil Tower oder im Porsche Tower kostet. Das ist immens. Also, das sind unglaubliche Preise, was die da lukrieren mit dem Teil. Ja, es ist halt ein außergewöhnliches Teil, gell? Also man muss schon sagen. Gut. Da schaut das aus wie ein grün bewachsenes Teil. Ich würde sagen, wir nehmen den da. Das ist zwar von 123F, aber ja. Oder LF. Okay, der lässt sich nicht einmal marken. Gut, dann nicht. Schauen wir mal, 4, 2, 3, Pen. Da gibt's was? 4, 3, 2, Pen Tower. 3, 2, 1, let's go! Okay. Das war dann der noch. Und mit dem noch. Da noch. Genau. Inside Peak. Das, was da drauf ist, wie gesagt, das ist ein bewachsener Turm. Das ist der normale, keine Ahnung, was sie da genau für einen haben. Da steht Para Wegen auf. Oh, hier
Frisur schaut schon wieder aus. Warum sagt denn keiner? Was? Drohnenrobotik? Also ich glaube nicht, dass das der Dom ist. Das haut da nicht. Das haut da nicht hin. Da ist das Bild und die Beschreibung nicht das Richtige, was da aus dem Setting kommt. Parametrizismus und Simulation. Okay. Schauen wir nochmal. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Das hat nichts mit dem zu tun, was sie da uns sagen. Park Avenue 432 und dann kommt nur der Needle Tower, ja, das ist nur der. Ich glaube nicht, dass das so viel mit Parametrizismus zu tun hat, das ist ein regulärer Turm. Ich werde das mal so reinnehmen, weil es die Leute so da haben. Ob es stimmt, ist eine andere Frage, weil das, was ich da am Bild habe, das schaut eher nach dem da aus. Das ist allerdings das mit das teuerste Einfamilienhaus der Welt da mit seinen mega Parkplätzen. Das kommt eher nach Parametrizismus hin und nach Drone Building. Das kann es sein, das ist es. Das ist Drone Building. Schaut. War da noch aus? Ja, ja, genau, das ist das. Schaut halt nicht, wenn man das andere auch lernt, weiß ich nicht. Was ist das fucking Drone Building? Wieso gehe ich auf Drone Building, wenn es da nicht kommt? Was ist das da? Das da ist sowas. Ich hoffe, das geht das mal. Ich war wieder alles rein in das Haus. Ich liebe das. Das ist total super. Ja, das ist die problematische Suche. Du kannst online alles haben für dein Projekt, gell? Nur. Das, was du suchst, findest du einfach nicht. Du hast tausende Vorstellungen, tausende Fotos und du suchst dann da und denkst so, what the heck? Was ist los? Warum finde ich den Semmel nicht? Und ja, du findest ihn einfach nicht, weil der so, wie du ihn suchst, nicht existiert. Und meistens kommt man sich dann ein bisschen verarscht vor, wenn sie dann sagen, ja, du musst halt suchen. Und denkst du so, liebe Leute, was wollt ihr jetzt von mir? Noch kurz zweimal zurück, dann laden wir es nochmal. Das ist echt ein ziemlicher Sammel. Also das war. Jetzt probieren wir es mit Kornleuchten. Vielleicht nimmt Korn nimmt das. Schau, schau. Das müssen wir halt auslinken. The Hive Drone Skyscraper Evolo Magazin. Und sie schreiben da dazu. Asset Architecture Park. Der 2 Pen Tower. Okay, den wir da her, damit wir den drinnen haben, weil irgendwie wird es schon langsam zart, was man alles nicht findet.
So. Dann haben wir. Nur Kimmler durch. Suchen wir weiter dabei. Wood, Chip, Brown, Barn. Bauen wir mal Licht. Wood, Chip, Barn. Das schaut dann nach dem da aus. Und da gehört dazu AA und Design and Make. Das kann ein Name sein, das kann aber auch einfach nur die Bezeichnung von dem Teil sein. Das ist immer ein bisschen schwierig zum Darstellen. Ja, genau, das ist das, das kommt schon sehr genau dahin. Aus vorgegebenen Mitteln eine strukturell tragende Funktion einstellen. Das ist so ausgehend von der Urhütte bis hin zum fertigen Brückenelement. Ist natürlich nicht ohne. Okay. Da haben wir das Barn. Schauen wir, was wir am besten hernehmen. Ich glaube, wir nehmen das da, das schaut am ehesten danach aus. Mit Roboter gebaut, ja, okay. Gebogen und gezogen wahrscheinlich. Insektenflügel. Organisationsskript. Man sieht, ein Träger ist mal hergegangen, ist im Wald gegangen, hat ein paar Stecken ineinander gehängt, ja, und hat gesagt, jetzt haben wir eine Brücke gebaut, ein Haus gebaut, man hat da sein Unterschlupf als Kind gebaut. Kann man dann als Erwachsener hernehmen und sagen, man hat das mit einem Roboterarm gebaut und ist auf der AA gewesen. Wie man es will, also es ist immer, ja, kann man machen, muss man nicht. Das ist durch, das ist immer noch nicht durch, das lautet auch noch, das ist durch, super, gefällt mir. Und dann haben wir noch zwei, das ist eines der bekannten, Endless. Haus von Frederik Kiesler. Sehr alt, sehr interessant, sehr ausgefeilt. Wo ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, das weiß nicht, schaut ein bisschen komisch aus. Schaut aus wie eine ausgegrabene Höhle. Also wenn man eine Höhle oder einen Ameisenhügel mit Beton ausgießt und den ausgrabt, schaut es auch so aus. Aber es ist ein endloses Gebäude, das man einfach weiterentwickeln kann. Es gibt da links unten diese Aufteilung für Raum und so. Das Geniale bei dem Gebäude ist, du kannst das scalen, wie du willst. Du kannst sagen, okay, das Scale ist ein Einfamilienhaus, das Scale ist ein Eisstadion, das Scale ist eine ganze City. Wie man es haben will. Da kann Out of the Dark rauskommen und du hast dort 20.000 Menschen, die dort wohnen, oder 50.000. Oder es kommt raus, das ist von einem verrückten Professor, ist ein Einfamilienhaus am Südhang in Innsbruck. Das ist immer so eine Ansichtssache. Gehen dort um die Konnektivität. Um die Korrelität. Dass etwas miteinander korreliert. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sowas selber von Grund auf entwickeln will. Da steckt schon sehr viel Hirnmasse dahinter. Und die Biodiversität, oder? Eine Biotechnologie ohne Wände. Naja, stimmt jetzt nicht, das sind ja Wände da. Biotechnologie.
Mehr oder weniger. Finde ich jetzt nicht so, aber wenn sie das sagen. Das Problem ist, du weißt nie, was sie genau bei dieser Prüfung da fragen. Und dann gibst du das ein und denkst so, ja, yeah, geil, habe ich richtig. Und dann hast du, na, was Wichtigste haben sie vergessen. Die Biotechnologie. Ja, es ist aus Lehm und Matsch und Teig. Kommen wir da zum MoMA, dass man das einmal gesehen hat. Also, so schaut das Ding aus. Gibt es noch andere Gebäudefotos von MoMA? Muss ich nicht haben. Das ist die gewaltige Erklärung dazu, wie das funktionieren kann, wie die Sichtachsen sind, wie er da dran gegangen ist. Ein Highriser in dem Fach und auch in anderen Fächern, wo das mehrfach erklärt wird. Jeder andere würde sagen, ich habe da einfach drei Ballons zusammengeklebt, die mit Matsch beschmissen. Dort und da ist er runtergefallen, deswegen sind Löcher drinnen. Und das war's. Aber es ist ein hochwissenschaftliches Projekt, da sieht man mehrere Arbeiten drüber, wie Leute das nochmal auseinander dividiert haben. Die Bilder sind gerade dann schlecht, die was da online sind. Das ist auch nicht viel besser. Das sind so Zeichnungen, Vorzeichnungen von ihm. Ja. Also, wie gesagt, das muss man heben. Das ist was eigentlich. Und ja, es ist auch nicht du, es war gerade jemand dabei. Es hat so Leute gegeben, die das dann wieder weiterbaut haben. Medienarchiv, Künstler, es ist ein Kunstmatten-Zeig. Es gibt bei den, wie heißt's? Bei Technologiegrundlagen gibt es den Spritzbeton auf einer Matten. Ich habe Friedrich, der haben Friedrich. Also, das ist halt auch immer so eine Sache, ja. Die Unendlichkeit der Blicke, es ist sehr viel Kopf dahinter, dass man das machen kann. Okay. Was ist los? Für alle, die bei uns dabei sein wollen, es gibt bei uns auch ein Technik-Kino an der Technik. Momentan läuft da The Wolf of Wall Street und in Zukunft laufen auch dann Architektenfilme. Wir haben ein paar Architektenfilme vorgeschlagen, damit eben auch die Leute mal gemeinsam einen Film schauen können und dann vielleicht auch diskutieren können vor Ort. Jetzt gehen wir zum letzten, das passt eigentlich dann wieder zu dem Betonobjekt da, weil das ist ja eigentlich Beton auf Matte. Das nächste ist der Vorläufer von dem. Ja, es gibt einen Vorläufer von dem, das schaut zwar schon ziemlich grottig aus, aber es gibt einen Vorläufer. Der Junge nennt sich Joseph Monnier. Wer den Typen kennt, kennt auch diese Box. Und das da. Das sind die ersten Versuche zu betonieren. Das da zum Beispiel. Die Story ist simple as. Er ist Gärtner, er hat versucht Blumentöpfe oder Blumenträge zu bauen, die nicht immer wegfallen, weil die Holzträge immer Morschwan sein. Deswegen hat er mit verschiedenen Erdarten und mit einem Gitter drinnen probiert, einen Topf zu formen und dann sind solche Teile rausgekommen und da gibt es einen Monnier-Kübel, das ist das Ding da, wo das erste Mal, da ist es ganz genau, oder ein bisschen verfälscht, verschönert, so wie viele geschichtliche Dinge, wo halt dann gesagt wird, er hat diesen Kübel und das erste Mal armierten Beton verwendet. Vorher hat man das ja mehr oder weniger als Schlagbeton oder sonstiges verwendet zum Einschlagen von verschiedenen Gesteinen oder von Backziegeln. Und ab dem Zeitpunkt, das war sozusagen das Losbrechen des ersten Betons, 1700, also das ist die das Patent 1738 im Jahre 1851, also es ist noch nicht so lang her, wie man meint. Vorher hat man halt getiegelt, gezimmert, schönstiges. Und der Kollege ist dann hergegangen und gesagt, hey, Jungs, wir wollen das in den Topf. Und aus dem außer sind dann die ersten Dinge dann bei Le Corbusier gelandet und bei vielen anderen, die mit Beton gesehen haben, okay, da kann man ganz andere Formen machen, da kann man in ganz andere Richtungen gehen. Das ist eines dieser Dinge, die man unbedingt wissen sollte. Unbedingt wissen muss. Ich hoffe, das eine Ding hat es jetzt gespeichert, oder das ist echt was Schass.
ist jetzt da. Natürlich hat es hunderte Versuche gegeben, in was für Richtung. Das ist dann das nächste Buch dazu. On This Day, da sind das erste Mal so die Träger entwickelt worden, Fußteile entwickelt worden. Ich muss mir vielleicht einen größeren Mauszeigerpunkt organisieren. Und wir reden jetzt da von diesen Dingen. Jetzt werden wir das Teil dann nochmal laden. Schauen, was okay. Jawohl, ja, da ist er. Dann Joseph Monnier, Alchetron, The Free Social Institute. Okay, das brauchen wir nicht. Da geht es ums erste Mal wirklich einen Betontopf erstellen. Finder des Eisenbetons, schreiben Sie da, Einlage aus Drahtgewebe. Eisenbeton deswegen, weil Stahl damals noch nicht so gängig war, gar nicht gängig oder sehr selten gängig, weil zu hochwertig. Damals war es noch ziemlich roh, raw Eisen. Wir haben dann auch noch das Bild da daneben, das da, beziehungsweise ist das das? Nein, das ist nicht das, das da ist es, glaube ich. Genau, da steht auch noch die Bindeart dabei. Binden bei Stahl bzw. Eisengitter ist sehr wichtig, damit das Ding nicht aufschwimmt, weil wenn ich das da unten einfach nur reinlege und Beton reinleere, dann druckt es von unten auf und dann habe ich den Salat erstens Rohrstadt, dann geht es uns so wie ein Landhausplatz in Innsbruck und mir rostet das Teil unterm Arsch weg. In dem Sinne, da einen schönen Abschluss machen, dann kann ich da innen aufgießen bis oben hin und der Abschluss versiegelt mir sozusagen das ganze Teil. Ich würde es da jetzt heutzutage nicht mehr verbinden, da oben diese Kappe, den Rund- oder Flachstahl oder T-Stahl, weil wenn der oben wegrostet, rostet man innen drinnen auch die Monierung weg oder die Armierung. Und besser war es, wenn man sagt, okay, man macht da oben ein Gummiband drauf und deswegen rostet es dann nicht rein. Ja, was hat das mit Beton in Instandsetzung zu tun? Monnier, der Josep, Handbuch des Eisenbetons. Wichtige Dinge, den Unterschied zwischen Beton und Eisen solltet ihr auch wissen, Beton und Eisen, Eisen und Stahl solltet ihr wissen. Das ist eine Grundvoraussetzung, damit man nicht sagt, das ist dann Stahlbeton, weil das ist nur Eisenbeton. Man sieht das ganz, ganz gut, da wo wir jetzt zum Beispiel waren in Bangkok, beziehungsweise in Krabi dann am Schluss, da habe ich kurz ein Video dran auf meinem Hauptstream auf YouTube. Da sieht man, wie dieses Eisen, das ist inzwischen glaube ich 80, 90 Jahre alt, das sind so Brüstungsteile von einem vom Hafen und die sind längs gestreckt, also die sind nicht unter Druck, sondern die sind einfach längs gegossen, dann irgendwo eingehängt und das ist in die Säulen einbetoniert worden und die brechen unten auf und da kommt Roheisen zum Vorschein und das rostet einfach weg. Es hat keine Legierung oder es hat sehr wenig Legierung, außer es wäre ein Schmiedeeisen gewesen, nur Schmieden, glaube ich, jetzt in Thailand vor 100 Jahren hat es sicher auch gegeben, aber sicher nicht für das. Und deswegen, da sieht man das ganz, ganz gut bei alten Stiegenhäusern, die noch armiert oder teils armiert betoniert worden sind mit diesem Glasbeton. Glasbeton heißt deswegen dieser extrem harte Kalkbeton. Da merkt man einfach, dass der Unterschied drinnen ist. Fuck, das Ding, du kriegst keinen Nagel rein, du, mit der Bohrmaschine glüht dir die Bohrspitze weg. Und wenn er bricht, dann puff, wie Glas. Also der Specken Scherben weg, wenn du mit dem Hammer drauf hast. Das ist ganz, ganz was Eigens. So, dann schon mal eine Einlage aus Drahtgewebe. Drahtgewebe.
und Erfinder des Eisenbetons. Erfinder des Eisenbetons. Da sieht man es nicht, gell? Es gibt meistens so quadratische 10-10er oder 15-15er Säulen, wo oben dann so verwinkelte Eisen ausschauen. Das sind die typischen Eisengewebe, Eisenbetongewebe, die man vor Jahrzehnten dann irgendwann einmal gemacht hat, oder jetzt vor über einem Jahrhundert fast, über 150 jetzt noch bald, hatte ich nicht. Das waren so die ersten, wie lege ich was ein, Handbuch von Beton. Damals noch ganz einfache Stangen, ohne Riffelung, ohne Oberflächen, Korrosionsbeständigkeit oder sonstiges. Aber es sind die ersten Schritte da. Das ist eine Stahlbewährung. Das heißt, die hat schon mehr Kohlenstoffgehalt und ist mehr aufgewachtelt. Leider haben sie da keinen Eisenbetonträger. Jetzt schauen wir mal, ob wir auf die Gache und finden. Das ist wichtig, dass man das weiß. Das sind Stahlteile und das andere sind Eisenteile. Eisenbeton-Beispiel. Eisenbeton. Das ist armierter Beton. Also meistens hat man dann diese Dinge. Die Teile sind aus Eisenbeton gemacht worden. Großteils zumindest. Nicht, also das sind die alten Teile. Das sind die neuen Teile, die werden aus Stahlbeton gemacht. Das ist also typisches Merkmal, aber das ist ein sehr moderner Beton. Schauen wir mal, ob wir noch was Altes haben. Das scheint ziemlich alt zu sein, das entwickelte, ja, schon älter, aber auch nicht ganz alt. Wie gesagt, das, was wir gefunden haben drüben, das waren einfach wirklich gerade Eisenstangen in Beton eingossen. Ohne irgendeine Haftung drauf, hin und wieder mal ein Wickel drüber. Heute unvorstellbar. Wenn sowas baust, dann hängt ihn höher, gell? Also da ist vorbei. Okay, bis auf ein paar wenige haben wir die ersten 30, 40 durch. Ich sage einmal Dankeschön für den Anfang. Oh, brutalistisches Rathaus in Bendensberg. Das schaut cool aus. Ich sage einmal vielen Dank für heute. Bin ich durch. In den nächsten Tagen werden wir hier weitermachen. Wir haben noch immer 3D-Drucker im Start. Jetzt die letzten 1, 2, 3. Ich habe müssen heute leider einen 3D-Druck absagen. Anscheinend war ich zu unfreundlich, indem dass ich gesagt habe, bitte bearbeitet euer Modell. Kann passieren. Ich bin nicht der Typ, der euer Modell bearbeitet. Ihr selber bearbeitet euer Modell. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß beim Bearbeiten. Das ist euer Ding, das ihr produziert. Ich bin nur der Typ, der es druckt. Ich kann euch erklären, wie man richtig vorgeht, dass man es drucken kann. Wenn ihr nicht skalieren könnt, fragt es mir einfach. Nur ich mache es eigentlich nicht da. Also ich skaliere nicht für andere. Es ist euer Teil, es ist euer Entwurf. Es sollte jetzt eigentlich klar sein, dass das auch in Zukunft nicht der Fall ist, dass jemand anderer euch nicht die Arbeit abnimmt. Und das geht's nicht. Es geht darum, es ist euer Entwurf. Ein Entwurf ist wie eine Handschrift. Und wenn ich dran umpusche, dann ist euer Entwurf nicht mehr euer, sondern ein Teil von meinem. Und das will ich nicht. Das sollten die Leute, die was Architektur studieren, beherzigen. Das ist wichtig. Wow. Kompost. Oh, da war ich noch nicht. Aber das hat er nicht gebaut, oder? Ja, nicht. Das schaut sehr kreativ und ein bisschen gerendert aus. Wir werden in Richtung Lumium was machen, wir werden in Richtung Vectorworks wieder was machen. Gestern wäre eigentlich meine Idee gewesen, Vectorworks zu machen. Mir hat es leider die Anlage zusammengeschossen. Heißt, gestern waren alle Bildschirme schwarz bei mir. Es hat kurz einen Upload gegeben. Das nächste werde ich hier präsentieren, nämlich mein neues Layout für die Kameras und für mein Setting. Es wird auch ein neues Desktop-Layout geben, wenn ich offline bin. Es kommt schon langsam alles zusammen und hoffentlich sehen wir uns wieder. Und ich würde mich freuen, wenn es mal ein Like da lasst oder ein Follow da lasst. Und ja, das war's einmal für heute. Ich wünsche euch nur eine gute Woche und soweit bis bald und auf Wiedersehen.